Hallo! Willkommen zurück zu Raise Your Voice Online! In den letzten beiden Wochen haben wir uns mit Brust- und Stimme ein bisschen bekannter gemacht und idealerweise seid ihr jetzt etwas sicherer in beiden Registern. Good for you! Auch wenn man sich in beiden Registern einzeln vielleicht sicher fühlt, kann es oft sein, dass so der Übergang vom einen zum anderen und vom anderen zum anderen Sorgen bereitet. Ne? Sie haben zwischen der Kopf- und Bruststimme immerhin diesen ekligen Bruchpunkt, diese Stelle, wo es einfach bricht und doof klingt und voll schwierig ist. Und dann haben wir halt innerhalb eines Songs voll Probleme, von Brust in die Kopfstimme zu wechseln oder andersrum. Habt ihr es gehört? Und diese Bruchstelle macht halt natürlich dann total Sorgen, wenn man singt. Dann gibt es halt so drei Sachen, die ich sehr oft sehe bei Leuten, die halt Angst vor diesem Übergang haben. Was halt, wie gesagt, völlig normal ist. Erstens, wir bleiben einfach in unserem Register. Wir gehen einfach nicht raus. Wir machen also das, was wir schon letztes Mal kritisiert haben. Wir setzen uns selber den Deckel auf und so, nein, ich bleibe in der Bruststimme, komme und wolle, was auch sein soll oder was auch immer. Ich gehe hier nicht raus. Und dann fängt man an, sich zu verspannen und irgendwie krampfhaft nach oben zu gehen mit der Bruststimme. Oder man ist die ganze Zeit in so einem Modus, wo man in der Kopfstimme so vor sich hin wabert, was auch nicht ideal ist. Zweitens, der Registerwechsel passiert ungewollt. Das ist so der absolute Horror. Man hört das manchmal bei Leuten, die dann eine High Note singen. Das kann passieren, egal wie gut man auch ist. Das kann einfach mal passieren. Man ist voll am Auspratzen und es ist so, bricht die Stimme auf einmal ab in die Kopfstimme. We don't like it, but it happens. Und drittens, der Registerwechsel passiert, aber es ist so, als hätte man nie irgendeine Übung gemacht. Dann ist man endlich in der Kopfstimme, ist nur so. Man ist halt auf einmal super zaghaft und so schwach und brüchig, obwohl man es in Übungen so gut konnte. Warum ist das so? Das ist natürlich, wie gesagt, nochmal sehr, sehr typisch. Wir haben diese Bruchstelle, diesen Bereich, der uns Angst macht und der an sich auch so schwer zu navigieren ist. Aber es gibt eine Lösung. Die Mischstimme. Die Mischstimme als solches ist, glaube ich, von allen Sängern wirklich so das, was am wenigsten gut verstanden wird oder wo es am meisten Verwirrung gibt oder wo es am meisten Mystery behind it gibt. Mischstimme als solches ist erstmal ein super fehlleitendes Wort. Wir haben eigentlich nur zwei Register, okay? Wir haben die Bruststimme und die Kopfstimme. Und dann sagt man meistens noch, wir haben die Mischstimme. Dabei ist die Mischstimme wirklich, wirklich nur eine Vereinigung von Brust- und Kopfstimme. Mehr ist es nicht. Das heißt, die Mischstimme klingt auch bei jedem Menschen anders und sie kann auch bei jeder Person, je nachdem, was man singt und in welcher Höhe man singt und in welcher Stärke und wie auch immer, komplett anders klingen. Also bei mir ist Mischstimme zum Beispiel I've been watching you for some time. Also so super soft und leicht. Oder yeah, now. Es kann beides. Beides ist Mischstimme und klingt beides komplett verschieden. Die Mischstimme ist eigentlich nur da, um diesen Übergang von Brust- und Kopfstimme zu erleichtern. Wenn man dann googelt, how can I find my mixed voice? Was ist die Mischstimme? Dann kriegt man meistens so Shortcuts, wie man da hinkommt, die aber dann irgendwie nichts bringen. Es bringt nichts, weil ihr immer noch Angst habt vor dem eigentlichen Bereich der Mischstimme. Und darum geht's heute. Wir müssen also unsere Angst vor dieser Bruchstelle überwinden. Erstmal will ich das Wort Bruchstelle komplett vergessen, denn sie muss ja gar nicht brechen. Wir haben eigentlich nur den Übergang. Der Fachbegriff ist passaggio, aber wir nennen es einfach Übergang for simplicity's sake, ne? Aber wie gesagt, der Übergang ist halt für viele halt einfach so das Sorgenkind. Die ganzen Töne drumherum sind dann so super, klingen immer schwach, ja? Schwach heißt entweder ich pushe meine Bruststimme nach oben, weil ich Angst habe, den Ton nach oben resonieren zu lassen. Und dann ist es halt super dünn. Oder ich nehme meine Kopfstimme ganz doll nach unten. Dann ist sie halt super tief, aber halt auf einmal super schwach und brüchig, weil ich Angst habe, den Ton so Fuß fassen zu lassen. Um den Übergang von Brust zu Kopfstimme und zurück und wie auch immer nochmal richtig gut hinzubekommen, müssen wir uns auf jeden Fall nochmal an die Resonanzräume erinnern. Die Bruststimme, wie der Name schon sagt, resoniert in der Brust. Aber ungefähr tatsächlich in diesem ganzen Bereich, also auch im Hals. Und wenn ich halt sage, es ist halt der stärkste Vokal in der Bruststimme, weil schön viel Raum im Mund ist und das richtig schön hier resoniert und hier rauskommt. Währenddessen ist die Kopfstimme fast nur hier oben wahrzunehmen und wirklich am Kopf
Oder halt hier so in dem Anfang, im oberen Teil der Maske, da spüre ich sie am meisten. Fast gar nicht spüre ich sie hier unten. Hier unten ist komplett Stillstand. Okay, wir haben also die Kopfstimme, die komplett hier so resoniert und die Bruststimme, die hier so resoniert. Und das, was in der Mitte ist, ist was? Ja, es ist die Nase. Also genauer gesagt ist es nicht die Nase selber, sondern ist der Übergang von Nase zu Rachen, also der obere Rachen quasi. Wenn man dann also immer sucht von wegen, oh, how can I find my mixed voice? Where is my mixed voice? How can I sing in my mixed register? Was ist die Mischstimme? Und so weiter und so fort, kommen meistens immer nur Tipps und Tricks, wie man sich diesen Bereich klar macht. Zum Beispiel, ja, ja, ja. Oder, also NG, aber mit offenem Mund. Oder, was ich letztens schon mal gezeigt hatte, auch das öffnet den oberen Rachen und lässt mehr Sound resonieren. Und all diese Tipps sind super gut für die Mischstimme, weil sie uns helfen, den Übergang von Brust- und Kopfstimme nahtlos hinzubekommen. Das braucht aber natürlich etwas Übung und eine solche zeige ich euch jetzt. Also die Übung ist folgende. Wir nehmen hier den Sound, den wir schon in der Bruststimmfolge ganz doll auseinandergenommen haben und wir nehmen den wieder für diese Übung. Allerdings bewegen wir uns jetzt, okay? Wir machen einen Slide von einem Startpunkt, egal welchen Ton, eine Quinte höher und wieder zurück. Wir machen einen richtigen Slide, das heißt, wir machen nicht nur sondern nehmen wirklich jeden Ton dazwischen schön mit und wir versuchen richtig schön entspannt zu bleiben und die Luft hier schön zirkulieren zu lassen. Ich mache es einmal vor. Das ist die Übung. Der Trick ist hier wirklich absolut entspannt zu bleiben und zu sliden. Ganz viele merken das nicht, dass sie es nicht tun. Deswegen am besten nehmt ihr ein Handy und nehmt das einmal auf. Was ganz oft passiert ist folgendes. Ja? Wir wollen diesen Bruch dazwischen, der vielleicht passieren wird, herausfordern. Wenn es bei euch macht, ist das völlig in Ordnung. Aber ich will kein Rumgejumpe von wegen. Ich will auch kein. Ihr sollt richtig schön den ganzen Weg hin und her sliden. Und wenn das irgendwie macht, ist das völlig in Ordnung. Wir wollen einfach uns mit diesem Bereich entspannt machen, der sonst immer so schwach und so ist. Wir wollen ganz entspannt bleiben und immer schön, also schön diesen oberen Rachen sich bewusst machen. Das macht es nämlich sehr viel einfacher. Anstatt dass ihr jetzt irgendwie anfängt, euch Kraft zu geben und sagt, okay, wollen wir schön entspannt bleiben. Schön entspannt, aber auch nicht. Wir wollen schon diesen Bruch, also diesen Registerwechsel herausfordern, okay? Und wenn ich, wie gesagt, wenn das für euch zu tief ist, können wir auch noch ein bisschen höher gehen. Nehmen wir hier mal Cis, ja? Voila! Sehr einfache Übung mal wieder, die aber sehr viel bringt, okay? Versucht euch einfach wirklich mit diesem Bereich vertraut zu machen. Habt keine Angst vor diesem Bruch, ja? Je mehr man den quasi macht und je mehr man ihn herausfordert und mit offenen Armen ihm entgegenkommt, desto weniger bricht er, sondern ist irgendwann ein smoother, nicer Übergang. Und die Mischstimme ist dann einfach an dem Punkt, wo sonst der Bruch wäre. Okay, wenn ich jetzt ne, von Brust zu Kopfstimme mache, kann ich einfach zwischendurch aussteigen und quasi da ist dann die Mischstimme. Also ist dann die Mischstimme. Das schließt das Thema Register erstmal ab. Ja? Wir haben es mit der Bruststimme nochmal vertrauter gemacht, die Kopfstimme gefunden und gelernt jetzt quasi, wie wir die beiden verbinden können und einen nahtlosen Übergang schaffen zu können, quasi um eine einheitliche Stimme zu haben. Am Ende des Tages sind diese ganzen Tipps und Tricks und Übungen, was ich erzählt habe, erstmal nur gut dafür, damit euch egal in welche Tonhöhe ein Stückchen sicherer fühlt. Nächste Woche geht es natürlich weiter mit einem neuen Thema. Ich wünsche euch erstmal ganz viel Erfolg und Spaß beim Üben. Und bleibt gesund. Vielen Dank an 1000 Steine und an SH Elbinseln, dass ihr das hier möglich macht. Und ich freue mich auf euch.
See you next week. Bye.